Sony Computer Entertainment. Quantic Dream. Beyond Two Souls. Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden, mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für Sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer Sie sind. Hey! Sie reden nicht viel, was? Wenn Sie mir nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Sie müssen sie stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Wahnsinn, verdammte Idioten! Ich weiß. Sie kommen. Was ist hier los? Die Kleine, die heute reinkam. Wo ist sie? Sie hat sich gewehrt. Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen Beyond Two Souls in der Remastered Edition. Und jetzt geht es weiter
mit dem Experiment. Die Jodie. Noch klein. Ah, da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jodie? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Und jetzt erfahren wir also, wie alles begann, stehen aber erstmal auf. Und damit noch einmal herzlich willkommen bei Beyond Two Souls in der Remastered Edition. Und ich muss zugeben, ich nehme mal kurz die Puppe. Dreh mal kurz das Beinchen nach oben. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Ja, aber ich habe doch jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Ich wollte doch gerade nochmal Hallo sagen. Und ich muss zugeben, ich bin wahnsinnig. Auch nach fünfeinhalb Jahren Let's Plays bin ich immer noch wahnsinnig nervös bei manchen Titeln, die zu spielen. Einfach nur, weil ich Angst habe. Ich kann einfach so viel verhauen. Und gerade man muss ganz vorsichtig sein bei manchen Titeln. Zum Beispiel hier, wenn man hier reingehen möchte. Ist da irgendwas? Da geht's nicht lang, Jodie. Doch, erstmal Zähne putzen. Kann ich wenigstens mein Prinzessinnenkleid anziehen? Kann ich hier irgendwas... Oh, so viele Kleider, so viele schöne Kleider. Hat die ein PC, hat die auch. Und hier sieht alles sehr schön aus und es gibt hier ganz, ganz viele Sachen. Ich geh mal ganz kurz noch hier rüber. Guck mal, hier gibt's auch noch eine ganz... sogar sehr, sehr viele Stofftiere ohne Ende. Aber das ändert lange nichts daran, dass die Jodie immer noch nicht ihr eigenes Leben lebt, wie es aussieht, sondern hier irgendwo in so einer experimentalen Anstalt rumhängt. Und das... Ja, du bist müde, Jodie, aber wir müssen wirklich gehen. Auch wenn der Doktor sehr freundlich ist, wir sind immer noch in einer offenbar experimentellen Anstalt, wo ihr vielleicht jeder Wunsch erfüllt wird, außer der eine nach Freiheit. Guck mal, sogar mit eigener Küche. Wo sie kaum rankommt, wenn wir mal ehrlich sind. Hier ist alles ein bisschen niedrig gesetzt, das ist ganz gut, aber hier... An die Bar kommt man kaum ran. Ich schau mal ganz kurz, ob wir hier vielleicht noch irgendwas benutzen können. Gedrückt halten. So, hoch. Ich halte nochmal gedrückt. Aha. Ich sehe ganz kurz. Haben wir da gerade schon was gesehen? Hier läuft gerade ein cooler Anime. Da gucken wir natürlich auch mal. Ich frage mich gerade, ob man diesen Anime kennt oder ob der nur hierfür produziert wurde gerade. Los jetzt, Jodie. Ja, Moment, ich will noch 5 Minuten, will ich noch gucken. Warte mal kurz. Okay, jetzt wird's spannend. Der rothaarige Mann betritt die Stadt und muss nach oben zum Schloss. Aha, die Parade. Schnell vorbei an den Soldaten. Offenbar eine Verkleidung, das sehen wir ja schon. Nanü? Ist es ein böser Djinn? Offenbar ein guter Djinn. Die Wachen sehen böse aus mit ihren gezackten Zähnen. So, greift sie, ergreift sie! Nein, die wird mich nie schnappen. Zack, und in ihrer Verkleidung läuft sie davon. Ah, es war der Geist. Ah, die laufen hinter dem Geist her. Und sie geht jetzt unbehelligt nach oben zum Schloss. Der Geist... hat die Wachen abgehängt, die jetzt nur noch eine wabernde Masse hinter ihr bilden. Eine gesichtslose wabernde Masse von beiden Seiten. Aber sie ist im Schloss. Aber was ist das? Ja, also was ist das? Ja, Moment, jetzt, ich guck doch gerade. Nanü. Nanü? Ich glaube, sie hat einen Fluch gebrochen, kann das sein? Ah, sie hat den Fluch gebrochen und alle Einwohner sind wieder... Naja, wie sie vorher waren, vermute ich mal. Und die ganze Stadt verwandelt sich jetzt ein bisschen wie bei Dr. Robotnik. Und was ist mit dem Geist? Der Geist ist zufrieden. Und sie wankelt davon. Es scheint aber traurig zu sein. Na gut, wir machen mal weiter. Ich mag das immer, mir so Sachen anzugucken, auch wenn wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen, aber...
Ich denke mal, das ist okay. Wir nehmen dafür alles vom Spiel mit, wie zum Beispiel auch diese Gitarre hier. So. Diding, ding, ding, diding. Nicht? Ja, ich wollte ein Lied spielen. Na gut, wir gehen mit dem Onkel mal mit. Ich gucke hier nochmal ganz kurz. Das Puppenhaus kann man nochmal ganz kurz, oder? Kann man da nicht auch spielen? Wenn wir schon mal da sind, also ganz ehrlich. Offenbar nicht. Na gut, dann gehen wir mal. Können wir mit ihm noch reden? Kein Interesse, gehen wir raus. Okay, Nathan wartet auf uns. Ich freue mich. Wo müssen wir denn lang? Wahrscheinlich hier entlang. Bisschen patzig, die Kleine, aber das ist okay. Können wir vielleicht hier schon am Computer irgendwelche... Ah, guck mal, das ist der Computer. Und hier sehen wir schon alles, was sie tut, alles, was sie macht, alles wird überwacht. Ob das ein lebenswertes Leben ist, das kann ich nicht sagen. Ich glaube eher nicht. Komm schon, Jody. Ja, warte, ich komme noch gleich. Weiß ich nicht. Also ich würde das bei mir ehrlich gesagt nicht so haben wollen. So ein bisschen Big Brother. Na gut, wir gehen mal weiter. Wir gehen mal zu Nathan und ich ahne schon, wer das ist. Ich habe da schon einen ganz leisen Verdacht. So, rein hier. Ah, verdammt! Ich hab nicht. Hi, Cole! So, hey, Alan. Er ist fast fertig. Er war verzweifelt. Offenbar sind wir nicht die Einzigen. Hallo, meine Süße. Du siehst hübsch aus heute. Danke. Offenbar sind wir nicht die Einzigen hier wir in dieser. Da. Wochenende soll's regnen. Dieses Jahr regnet. In diesem Krankenhaus umsehen. Wer ist das denn? Nein, weiß nicht. Hey, Onkel. Komm schon, Jody. Ja, ja, warte doch mal. Ich guck doch jetzt hier erstmal ein bisschen rum. Los jetzt, Jody. Oh, nie darf ich was. Gut, gehen wir da mit. Babysitting-Dienst heute, hä, Cole? Hahaha, wirklich witzig, Phil. Geh weiter. Okay, wir gehen mal rein. Andererseits, was passiert denn, wenn wir da hinten lang gehen? Nur mal so testweise. Einfach nur damit, was wir gemacht haben. Ich warte auf dich, Kleine. Ja. Oh, gut. Wir müssen also in die Tür rein. Dann gehen wir mal. Hey, Jody. Ich wusste es. Wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Ich wusste, dass er es ist. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Oh ja. Ho, ho, ho. Jetzt bist du eine Prinzessin. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Defoe. Hey, Jody, kannst du mich hören? Weiß nicht, ja. Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan. Und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Ja, das kriegen wir schon hin. Hoffe ich. Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Okay, das ist ein bisschen ungewohnt gerade. Hui! Erste Karte und wir... Die Kathleen sitzt nebenan. Können wir da durch? Holst der Testperson jetzt bei 45 Schlägen pro Minute. Cool. Und ein Anstieg der Theta-Hirnströme auf 4,5 Hertz. Raumtemperatur ist gefallen. 10 Grad. Defoe. Ich messe hier ein... Das Magnetresonanzsignal liegt über 20 Tesla. Mhm.
gedrückt halten. Okay, das können wir gleich machen. Im Nebenraum. Ah, da sind wir. Warte. Und hier ist die gute Dame. Okay, dann fliegen wir mal ganz kurz hier umher und es ist das Sternchen. Na gut. Es ist das Sternchen. Zack. Und wir entscheiden uns hierfür. Cool. Nächste Karte. Wir sind offenbar unsichtbar, sonst würden wir uns ja sehen. So, es ist offenbar das Kästchen. Nächste Karte. Mich würde interessieren, was passiert, wenn wir sämtliche Tests jetzt einfach mal verhauen würden. Das wäre auch mal interessant. Hallo, bin ich jetzt im Fernsehen? So, okay. Ganz kurz, bevor wir jetzt zu ihr fliegen, gibt's hier was Neues? Was macht denn das hier? Gedrückt halten, passiert nichts. Ich halte gedrückt, da passiert nichts. Okay, wir fliegen wieder zurück. Was hat die Dame in der Hand? Die Karte, Jody. Ja. Mit der Ruhe. Es waren die Wellen. Hier. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Jody ist nicht sehr begeistert. Kann man nicht einfach Nein sagen? Vor allem ist das nicht gefährlich, wenn ihr was passiert? Entschuldigung. So, Jody. Kannst du da drin noch was anderes bewegen? Theoretisch, ja. Ach so, noch mehr. Na gut, ich möchte der Dame ja nichts tun. Die tut mir voll leid. Entschuldigung. Tu ihr nichts, tu ihr nichts. Mal so Interesse halber, kann ich denn hier nichts bewegen? Das war's. Es tut mir leid, aber mir reicht. Okay, Jody, Schatz, das Experiment ist vorbei. Die Tür ist verschlossen. Nein, Kathleen, sie ist nicht verschlossen. Sie klemmt sich ja nur. Einen Moment, ja? Lass mich hier raus, los! Ganz ruhig, Kathleen, geh du zur Tür. Du musst jetzt damit aufhören, Jody. Der Test ist vorbei. Du musst jetzt aufhören. Gut, hör mir auf. Nein! Entschuldigung. Ich habe mich unziemlich benommen. Jody. Ist vorbei, Jody. Ist vorbei. Es ist vorbei. Es wird niemals vorbei sein. Oh, jemand anders? Experiment abgebrochen, nicht gespielter Weg, Kathleen in Ruhe gelassen. Okay, wir haben das Experiment abgebrochen, wir haben aber auch Kathleen in Ruhe gelassen, wir hätten da noch ein bisschen was machen können. Ihr Weg, Prozent unten. Aha, ihr Weg, mein Weg, den ich unten gespielt habe, das waren also Prozent, wahrscheinlich die Scheiben splittern lassen. Wir haben aber Kathleen in Ruhe gelassen, zum Glück, das war die Dame mit den Karten und wir haben das Experiment abgebrochen, sonst hätten wir wahrscheinlich durchgezogen. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre.
Schwierig. Interessant. Wir haben also nach jeder Episode haben wir also hier eine Bewertung von Sachen, ne, wie bei Life is Strange auch schon, haben von Sachen, wie die Leute sich entschieden haben, die das gespielt haben. Wir haben offenbar einen sehr regulären Weg genommen, den ich aber auch sehr okay fand. Ich fand das mit den Scheiben schon fast zu viel, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich wollte natürlich nicht, dass es eskaliert. Wir hätten auch einfach aufhören können. Die arme Kathleen, tut mir richtig leid. Jetzt aber weiter. Kommen wir zum nächsten Kapitel. Die Botschaft. Nanü? Einige Jahre später. Plan B, Gästekleid schüchtern. Das Kleid ist Schrott. Ich hätte lieber was anderes anziehen sollen. Quatsch. Nein, das Kleid ist perfekt. Sieht toll aus. Danke, gut aussehender junger Mann. Was ist mit den Gästen? Und was mache ich, wenn etwas schiefgehen sollte? Da kannst du gar nichts tun. Das hatte ich vermutet. War nur ein Check. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer lächeln. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheich Ahmad. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elizabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Ahmad. Ja, bis dann, Ryan. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Ehrlich gesagt? Ja, Botschafter. Wie schön, Sie hier zu sehen. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was wir tun müssen. Wir sind jetzt offenbar ein paar Jahre später. Ich brauche einen ruhigen Platz. Wir brauchen einen ruhigen Platz. Wir mischen uns um das Volk. Ah. Ein Sektchen kann er nicht schaden. So. Okay, hier wird gerade gequatscht, das ist ganz gut. Wir schauen uns mal ein bisschen um eben, bevor wir uns ein ruhiges Plätzchen suchen. Entschuldigung, ich will nicht stören, das wäre ein bisschen unhöflich. In fremde Gespräche mischen wir uns nicht ein, außer vielleicht in dieses hier. Die schauen so gelangweilt. Ja. Immer lächeln. Könnte ich vielleicht ein Schnittchen? Darf ich ein Schnittchen? Darf ich? Ja, da kann ich noch einen. Okay, da geht's nach. Elizabeth! Na, Sie sind unserem gemeinsamen Freund entkommen. Ein Drink vielleicht? Ja, ja. Wir sollten uns besser kennenlernen. Und später vielleicht. Wie Sie wünschen. Dann bis später. Ich weiß nicht, ich fühle mich bei dem irgendwie ein bisschen unwohl. Okay, ruhiges Bett. Ich brauche einen ruhigen Platz. Ja, da wollte ich doch gerade hingehen. Du Beule. Warst du mal in Montreal im Winter? Okay, was ist hier was? Da müssen wir ein bisschen nach links. Ich hoffe, wir erregen keinen Verdacht, aber wir haben ja was getrunken, deswegen müssen wir ganz kurz pischern. So. Offenbar sind wir nicht alleine. Ja, das ist mir gestern auch passiert. So, ich hoffe, hier ist frei. Okay. Abschließen. Und ganz kurz verschnaufen, ganz kurz hinsetzen. Wir fühlen uns dezent unwohl hier. So. Und in die Handtasche schauen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Psch, 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 psch. Jetzt nochmal von vorne. Aiden, bist du bereit? Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin.
Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden? Okay, aber wir sind doch ein Geist. Also Wachen und Kameras sollten uns eigentlich nichts anhaben können. Oh, die Arme. Das sieht nicht wirklich gesund aus. So, erstmal hier auf dem Klo gucken. Die Damen sind weg. Wir sind auf dem Frauenklo. Ich meine, da kann man mal ganz kurz... Boah. Vielleicht hier? Oh, enttäuschend. Ein kleines Easter Egg. Na komm. So, vielleicht auf dem Herrenklo. Ja. Moment, ich beeil mich. Es tut so weh, wenn du so weit weg bist. Okay, hier auf dem Herrenklo passiert gar nicht. Moment, war da gerade was? Ein Mann kommt rein. Ein Mann geht... Wo geht der hin? Zum Pissoir. Okay, pass auf. Jetzt gucken wir mal genau zu. Oh. Mittelstrahl. Kein Strahl zu sehen. Und auf den Schniedel filme ich nicht. Das gibt Probleme auf YouTube, deswegen... Ich fliege erstmal wieder raus. Wir haben eine Treppe nach oben gesehen. Wir sollen uns ein bisschen beeilen. Hier sind die ganzen Leute. Wir können uns nach oben bewegen. Das ist ganz gut. Okay. Nach unten bewegen will ich gerade nicht. Jetzt ist keine Zeit für Spielchen. Ja, sag ich doch. Deswegen bewegen... Hier ist er. Im ersten Stock mit einem Porträt des Scheichs. Hier ist ein Büro. Und achte auf die Wachen und die Überwachungskameras. Hier ist eine Wache. Ich flieg mal vorsichtig ran, er ist gerade abgelenkt. Ein Büro mit dem Porträt des Scheichs. Okay. Hier muss es sein. Ja toll, gedrückt halten. Danke. Ach so, falsche Seite. Okay. Mist, du musst zuerst die Wache ablenken. Das wollte ich doch ursprünglich machen. Okay, Kaffeebecher bringt wahrscheinlich nicht viel. Ich nehme an, die Wache sieht uns nicht, ne? Wie wär's denn hiermit? So, zusammendrücken und... So, und jetzt hier nochmal dasselbe. Und auseinander und... Hat's geklappt? Okay. Jetzt kann niemand mehr das Hauptbüro überwachen. Wir sind sicher. Okay, das Problem ist, jetzt sind wir hier durch Zufall reingetorkelt. Ich weiß aber immer noch nicht, wo das Hauptbüro ist. Der guckt sowieso Fußball. Was ist denn hier hinter? Data Room. Lieutenant Commander Data ist dahinter, da kommen wir gar nicht erst rein. Ist für mich schwierig abzusehen, hinter welchen Wänden was ist, wo noch Räume sind, wo keine Räume sind. Okay, hier ist eine Wache. Da waren gerade noch zwei Leute. Hier sind Porträts, aber kein Sultan. Und das ist auch nicht... Der Raum, den wir gesehen haben, da pennt noch einer. Natürlich. Das habe ich doch schon dreimal gesagt. Okay, wir können hier ein bisschen was durcheinander bringen, aber ich glaube, das machen wir mal nicht. Ich würde gerne wissen, was da steht, aber wir können es ja nur... Ich glaube, der Geist kann gar nicht richtig lesen. Ist das hier das Büro? Da hängen zwei Porträts. Da, keine Ahnung, wer das ist. Ah, gedrückt halten. Okay, dann wollen wir mal versuchen. Gedrückt halten. Ah, auch wieder zusammenfügen und... Irgendwo muss ein Schalter sein. Um das Bild zu bewegen. Okay, den... Such ihn, Aiden. Den jungen Mann haben wir ja schon gesehen. Ich hoffe, der will uns nichts Böses. Ein Schalter. Okay. Ist das... Da ist ein Schalter, aber da sieht eher aus, als würden wir damit nicht das Bild bewegen, sondern... Okay, das sieht gut aus. Mal sehen, ob du den Safe aufkriegst. Wie soll ich dir einen Fingerabdruck nehmen? Okay. Los! Okay. Jetzt lesen wir die Dokumente. Beeil dich. Ich will ja. Ich kann nicht mehr viel länger. Na. Okay. Okay. Nicht bewegen.
gedrückt halten, R1. Hä? Gedrückt halten? Ach, beide gedrückt halten, okay. R1. Na komm schon, R1. Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. R1. X. Wenn man weiß, wie es geht, ist es einfacher. هل من احد هناك الرجاء الخروج من هناك على الفور ولكن ماذا تفعل هنا انها مراهد السيدات انصرف من هنا حسنا حسنا ايها المنحرف انصرف Sehen Sie, ich kann nichts tun, um Ihnen zu helfen. Viel Glück. Na komm, steh auf. Scheiße. Na, hallo, Tür öffnen. Hallo? Hallo? Jetzt. Wir sind sehr angeschlagen. Können wir uns vielleicht ein bisschen frisch machen? Einfach ein bisschen Wasser ins Gesicht. Hallo? Ja. Geht's wieder? Na komm schon. Das schaffst du. Immer noch angeschlagen. Vielleicht noch ein bisschen das Gesicht trocken wischen. Offenbar sollen wir sofort zur Tür. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Irgendwer hat offenbar Verdacht geschöpft. Ich hoffe nicht. Und ich hoffe, jetzt kommt der Sultan nicht zu uns. Eieiei. Jody, alles klar? Fass mich nicht an! Ich will jetzt gehen. Gut. Ja, wir gehen. Bestimmt einen schlechten Drink erwischt. Aber das... Der schöpft doch Verdacht. Der schöpft doch Verdacht. Oh weia, die Botschaft. Sie und Prozent der anderen Spieler haben diese Wege genommen. Mission abgeschlossen, 98%. Mission abgeschlossen, nur mit Aiden. Was heißt denn nur mit Aiden? Video unbemerkt angehalten, 47%, Mission abgeschlossen, ohne Scheich. Aha, ihr Weg, Prozent. Mission abgeschlossen, ohne Scheich, Mission abgeschlossen, nur mit Aiden. Was heißt denn nur mit Aiden? Also wir haben nur mit Aiden abgeschlossen, aber was hätte man... Ah, okay, wir hätten wahrscheinlich mit dem Scheich noch irgendwas abschließen können, also hätten wir mit dem vielleicht noch was trinken können oder sonst irgendwas. Ah, interessant, okay. Na gut. Dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wohin uns das hier alles führt. Das Experiment haben wir hinter uns, die Botschaft haben wir hinter uns. Als nächstes folgt die Party. Im Zeitstrom alles sehr durcheinander, wie es aussieht. Und jetzt kommen wir zu irgendeiner Geburtstagsparty. Nathan, ich bin nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Doch. Jody, du bettest doch schon seit Wochen. Du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenne doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid ist schrecklich. Lass uns fahren. Hol einfach tief Luft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Ist doch nur eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben. Vielleicht findest du da Freunde. Na, geh schon. Der Willem Dafoe, ne? Dafoe. Immer wenn ich den sehe, der spielt immer so diese väterlichen Kumpeltypen, die aber irgendwie immer einen in der Klatsche haben oder wahnsinnige Mörder sind.
Deswegen, ich bin nicht ganz so sicher. Ich weiß seine Rolle noch nicht ganz. Aus dem Intro ist das eine jetzt so. Und jetzt hier im Auto wirkt er dann wieder so väterlich. Auch vorhin, als er sie in den Arm genommen hat und so. Dann dachte ich, aber ich werde noch nicht schlau draus. Okay, raus hier. Oh, das Geschenk musst du mitnehmen. Na, das mache ich. Ein Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe. Cool, mag ich. Es ist 50 Jahre alt und sehr selten. Das wird dir gefallen. Keine Sorge. Alles wird gut gehen. Ich bin dann um 5 da. Viel Spaß. Der wirkt hier so freundlich. So freundlich. So ein freundlicher Mann. Und das Buch hätte ich auch gern. Ich bin so unentschlossen. Soll ich? Soll ich nicht? Ich guck mich nochmal ganz kurz um. Mit dem Geschenk. Ein bisschen Sonne tut einem ganz gut, wenn man sein ganzes Leben lang im Labor eingesperrt ist. Hier kommen wir offenbar nicht lang. Gut, ich verstehe. Wir dürfen uns nicht die Nachbarschaft anschauen. Da drin läuft Sport, wie es aussieht. Klingeln wir mal. Jemand zu Hause? Jody, komm rein. Hi. Hey, Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Komm, Jody, nicht so schüchtern. Hey, Jody, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Ich bin weg, Schatz. Kümmer dich um die Gäste und stellt bitte keinen Blödsinn an, okay? Klar, Mom, was immer du willst. Oh, oh. Happy Birthday, oder Kirsten. Zeit, dass sie verschwindet. Kennen wir überhaupt jemanden? Hey, Leute, das ist Jody. Sie ist in Einheit 4 mit meiner Mom. Einheit 4? Die paranormale Abteilung. Was treibst du da? Löffel und Gabel verbiegen und mit Toten sprechen? Nein. So ein Zeug? Nein. Partytime! Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Und Jody, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Oh, oh. Erstens wirkt sie ein bisschen wie eine Außenseiterin. Oh, cool. Okay, die Musik. Jetzt bin ich gespannt. Ich drücke hier mal ein bisschen. Aufstehen, Country, Pop und Rock. Ich würde sagen, ja, Pop oder Rock. Ich würde eher sagen, hier. Komm. Oder? Weiß nicht, hört sich so... Vielleicht hier mal. Ich... Was für ein Gedudel ist das denn? Ich wollte Rock anmachen, Mann. Guck mal. Wir legen was Angesagtes auf. Was Richtiges für eine Party. Das ist doch nicht meine CD. Mhm. Was denn das? Die Schlumpf-CD? Steht unter meinem Bett seit einer Woche. Das Bier? Pack das mal in den Kühlschrank. Wenn es unter dem Bett steht, ist doch scheiße. Meine Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Kirsten, total genial. Ach, Jody, du auch eins? Ach, was soll's. Ja, klar, cool. Sie will ja irgendwie dazugehören. Natürlich soll man nicht trinken, um dazuzugehören. Wir tun jetzt nur mal so, als ob. Außen schmeckt's scheiße. Hey, verschluck dich nicht. Bestimmt ihr erstes Mal. Nein, ich trinke gern Bier. Na klar trinkst du gerne Bier. Ach, die Arme. Wieso soll sie überhaupt hier auf die Party? Das verstehe ich nicht. Das ist doch überhaupt nicht ihr, ich sag mal, ihr Freundeskreis-Klientel. Ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen soll. Ja, noch ein Bier klemme ich mir. Ehrlich gesagt hätte ich gerade lieber Bock auf einen O-Saft. So, hier sind lauter Bilder. Hey, bist du nicht der Kunde? Was denn? Ach, hab ich gar nicht gesehen. Klar. Nein! Ach, was war's? Oh, weia. Oh, weia, oh, weia. Erstes Mal, ne? Ach, ging mir damals auch so. Beautiful by
Komm, leg die Lunte weg, Mädchen. Alter, hat die gerade gegrinst? Hat die gerade gegrinst? Fängt die an zu grinsen? Was ist denn hier los? Die fängt an zu grinsen. Ich glaub's ja nicht, was. Genau, das ist böse. Okay, hier. Guck mal, so soll das mal nicht machen. Mach das nicht. Hast du gehört? Oh oh. Warum? Alles okay, Jody. Du benimmst dich etwas strange. Was? Hey, Bleichgesicht. Ist wirklich alles klar? Vielleicht ein bisschen übertrieben? Das ist nicht gerade heiß, Jody. Ich bin nicht. So siehst du ja echt schräg aus. Wow. Ach du Scheiße. Siehst du, was kommt davon? Jody? Darf ich jemand durch? Wo will ich überhaupt hin? Ah, ich brauche mal ein bisschen frische Luft. Ah, besser. Ich weiß, was du denkst. Du fragst dich, warum wir hier sind. Mhm. Ich frag mich dasselbe. Ja, ich weiß, du hast es mir gesagt. Ich wollte nur mal sehen, wie das so ist. Ausgehen, Freunde haben. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ja, zwanghaft cool sein, zwanghaft so zu sein, wie man anderen gefallen soll, das ist irgendwie immer scheiße. Fang damit bloß gar nicht erst an. Auch wenn andere dich akzeptieren, dann oder nur so akzeptieren, dann ist es auf jeden Fall nicht das Richtige für dich. Lass das sein. Dürfen wir da überhaupt... Wir dürfen nicht hoch, okay. Ach, was soll's. Probieren wir es halt nochmal. Bisschen frische Luft geschnappt, mal gucken, was denn hier noch passiert. Voll die lame Party eigentlich. Können wir vielleicht ein bisschen tanzen. Einfach nur mal so, weiß ich nicht. Ich meine, tanzen ist nicht das Schlimmste. Man muss sich halt meistens trauen. Tanzen. Bestimmt machen sich alle lustig über uns. Okay, tanzen kann man mal ein bisschen. Und offenbar hat sie auch Spaß dran. Ich denke, das können wir ruhig ein bisschen machen. Außerdem ist Tanzen immer eine gute Gelegenheit, einfach mal abzuschalten und einfach mal den Kopf auszumachen. So. Okay, letzte Runde. Einmal noch und dann nach unten. Shake it, baby. So. Und die anderen tanzen natürlich nicht mehr. Ich habe das Gefühl, die Weichen, die uns müssen jetzt tanzen. So, weißt du, wo wir aufgehört haben? Dann setzen wir uns mal ein bisschen hin und gucken dir mal zu. Vielleicht lernen wir noch ein paar coole Moves. Wahrscheinlich nicht. Oh nein. Nein. Lass es. Hi. Nein. Hi, ich bin Matt. Jody, oder? Ich habe dich noch nie in der Schule gesehen. Bist du nicht in der auf der Basis? Gute Idee, kontaktfreudig reserviert. Ich bin da in so einem Programm mit eigenem Lehrer. Klar, ich wüsste bestimmt noch, wenn wir uns dort begegnet wären. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Ich weiß nicht, Freunde. Im Prinzip kennt Kirsten mich nicht. Ihre Mom ist in meiner Einheit, deshalb bin ich eingeladen. Ich war vorher in London, aber seit 2 Jahren wohnen wir hier. Und du? Wo hast du vorher gewohnt? Wahrheit, Lüge. Ach, weißt du was? Auf der Basis. Ich war immer dort. Ich bin dort geboren. Hast du denn Hobbys?
Irgendwas, was dir Spaß macht? Ich surfe so oft ich kann und ich spiele in der Band mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du? Auf meine Ruhe. Nichts Spezielles. Ich lese viel. Langweilig. Kann ich dich mal was fragen? Was machst du in Einheit 4? Ausweichend oder Wahrheit? Ich rede nicht gern darüber. Sorry, Mann, ich bin blöd. Ich hoffe, du bist nicht beleidigt Nein. oder so. Oh. Nein, ist okay. Was Langsames. Willst du mit mir tanzen? Scheiße. Bitte. Fuck. Gern. Eigentlich nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich traue dem Kollegen nicht. Deswegen war ich so reserviert. Huh. Schwierig, ich habe das Gamepad gerade unterm Tisch. Weißt du, bestimmt hörst du das ständig, aber ist echt hübsch, weißt du? Danke. Nicht wie die anderen, ich meine. Das ist was wirklich Besonderes an dir. Danke. Du kennst mich doch gar nicht. Ich wusste es. Hände bewegen, was heißt das? Na, gut. Danke für den Tanz, Matt, aber ich werde wohl passen. Leute, warum gibt Jodie uns keine Demonstration ihrer Super-Mega-Power? Nein. Klasse Idee. Los mit der Knaller. Ach, vergesst es. Das ist doch nur Mist. Ja, komm, Jodie. Zeig uns, was du kannst. Okay, Jodie. Dann zeig doch mal was. Keine Kräfte... Wir haben noch gar keine Kräfte. Nein. Ich kann nichts Besonderes. Ich hab's doch gesagt, alles Blödsinn. Gut, okay, Leute, Zeit für den leckeren Kuchen. Und ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Sorry, aber ich muss mich da niemandem beweisen und wir müssen unsere Kräfte für uns behalten. Obwohl, der Kuchen hat Zeit. Ich mach erst Geschenke auf. Ich hoffe, das ist okay für alle. Love, Jen. Kiss, kiss, kiss. Oh, wie süß, Babe. Bestimmt Kniestrümpfe. Ein String! Genau, was ich wollte! Dann kann deine Mom ihre behalten. Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund. Mein Zukünftiger möchte dir danken. Sein Leben wird jetzt mega interessant. Oh. Was ist das? Ein altes Buch. Es mieft scheußlich. Das ist echt selten. Ein Gedichtband von Edgar Allan Poe. Edgar Allan wer? Was? Stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, das ist echt antik. Ja, genau wie dein Kleid. Alter. Nein, ehrlich, ist das ein Scherz? Unglaublich, dass du zu meiner Party kommst und du schenkst mir diesen Kram. Und sie hält sich für clever. Aber sie ist nur eine Laborratte. Eine freakige Laborratte. Ja. Und sie hängt an mir wie eine Klette und baggert mich ständig an. Bettelt richtig. Oh, und eine Nutte dazu? Ich wollte sie gar nicht einladen. Meine Mom hat mich dazu gezwungen. Ja, sie ist eine Schlampe. Und eine Hexe noch dazu. Alter. Wir sollten irgendwas mit ihr machen. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen. Macht sie euch! Alter. Na komm schon, das ist... Nein! Oh, Meisterin der obskuren Dunkelheit! Bring uns deine mächtige Magie! Oh. Bitte, lass mich raus! Es war so schön, als sie vorhin reinkam. Bitte lass mich raus!
bitte! Gab's nicht noch Kuchen? Bitte, ich will hier raus! Bitte, lass mich raus! Ich bitte euch, bitte lass mich raus! Was für dreckige Wichser, diese verfickten, scheißbekackten Teenie-Scheiß-Wichser, Entschuldigung. Boah, ich reg mich gerade auf. Der schmierige Typ, Alter, dem hätten wir so einen langen sollen. Wir hätten ihm voll in das Knie hochziehen und einfach fett in die Eier. Hol mich hier raus. Bitte. Boah, ich bin gerade echt sauer. Entschuldigung, ich reg mich gerade echt auf. Okay. Wir wechseln auf Aiden. Aiden! Ich ersticke! Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Komm und hilf mir! Was für dreckige Penner. Getan. Aber dann würden wir uns auf ihr Niveau herunterlassen. Mann. Nein. Das arme Ding. Warum bist du da hingegangen? Die Party. Ungerührt. Nicht betrunken, na gut, wir haben geraucht. Wir haben geraucht, nicht betrunken. Wir haben etwas getrunken und eigentlich wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht so viel rauchen. Ich wusste gar nicht, ich habe am Anfang gar nicht gesehen, was er ihr da anbietet. Ich habe einfach auf Annehmen gedrückt. Ich habe es gar nicht gesehen. Und deswegen, weil es so lustig war, habe ich dann, Matt weggestoßen, Haus früh verlassen, Kräfte verheimlicht und ein unentdeckter Weg da unten. Ich glaube, der unentdeckte Weg hat vielleicht noch mit Fummeln zu tun oder wenn wir besoffen sind, ne, besoffen haben, bla bla bla, und die Kräfte zeigen. Vielleicht wären wir dann cool und angesagt gewesen, irgendwie vielleicht für eine Weile oder vielleicht wären wir ein Freak gewesen. Vielleicht hätten sie uns trotzdem als Hexe weggesperrt, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, ganz ehrlich, also ich entschuldige mich dafür, dass ich jetzt hier nicht viel Action gemacht habe und auch nicht irgendwie alles mitgenommen habe, aber ganz ehrlich, wer will denn so eine Scheißkinder beeindrucken? Wer will denn so eine beschissenen Scheißkinder beeindrucken? Wer will denn, dass die einen mögen? Diese ganze Brut, wie sie da hängt. Wer will denn das? Ganz ehrlich, da gefalle ich lieber am Haufen Scheiße im Stadtpark. Das tut mir echt leid. Ich krieg da Aggros, wenn ich sowas sehe. So eine Pisskinder einfach. Entschuldigung. Ganz ehrlich, hätte man am Schluss noch das Haus früh verlassen. Ich denke, das war okay. 75% haben Rache geübt, aber ganz ehrlich, ich wollte mich nicht auf das Niveau runterlassen, dann wären wir im Grunde genommen, ich hätte es gerne gesehen, ich gebe zu, ich hätte es gerne gesehen, vielleicht machen wir das auch nochmal, aber vielleicht am Ende des Spiels nehmen wir mal ein paar andere Wege, wie bei Until Dawn und dann gucken wir mal, dass wir können ja hier saufen, wir können einfach alles machen und dann bringen wir die alle um. Nee, keine Ahnung, und dann probieren wir mal, was passiert, wenn wir das Haus nicht früh verlassen und wenn wir ein bisschen Rache machen. Okay, weiter. Well, here we are, living in the moment. And here we are, dreaming in the open. Now look around. Isn't this a new day? Make a move, doing things a new way. A new way. Cause this is our world. And this is our time. These are our plans. We're gonna let them shine. This is our place. In the human. Stop dreaming, no we won't stop dreaming. Look ahead, we can
could see forever. You and me doing it together. Light it up, we can be a million stars. Look at us, don't you see we've come so far? Yeah, we've come so far. This is our place in the human race. And we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. This is our world. And this is our time. Dream.